Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen, bei mir, bei eurer Crazy Owl, zu eurem Zwischenimpuls für April 2024. Für alle, die die Waage als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich auch am Start und wir legen heute mit dem Crowley-Tarot, Erat Aliquando, dem Lineart Lenormand von mir und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch dazu, liebe Wagen. So, und schon geht's los und wir gucken mal, welche Energie bei euch gerade im Feld ist. Was haben wir denn da für meine Wagen für eine Energie gerade im Feld? So, was haben wir bei den Wagen gerade für eine Energie im Feld? Wir haben die 8 der Kelche. Okay, 8 der Kelche ist der Abschied schweren Herzens. In irgendeiner Angelegenheit hast du alles gefühlt, was es zu fühlen gilt, liebe Waage. Und hast dich jetzt hier vielleicht von einer lang gehegten Hoffnung, einem Traum, einem Wunsch, irgendeinem Thema oder Aspekt hast du dich hier verabschiedet. Die 8 der Kelche heißt Abschied schweren Herzens. Dieser Abschied ist aber zu deinem Besten, denn wir sehen hier als verdeckte Energie die 6 der Stäbe. Du kehrst hier siegreich wieder zu dir zurück. Ja, back oder forward to the roots mag das vielleicht für einige von euch bedeuten, aber wovon auch immer du dich verabschiedet hast, ob das jetzt ein Projekt war, ein Traumberuf, eine Verbindung, was auch immer, dieser Abschied ist letztendlich für dich gut, weil du damit für dich selbst eingestanden und siegreich zu dir selbst heimgekehrt bist. Schauen wir mal, was uns hier die weiteren Karten verraten mögen. Worum geht's hier bei den Wagen? Was haben wir denn da? Was ist bei den Wagen los? So, danke schön. So, wir haben die gute Stube, die Realität, die hohe Mauer. Zwei würde ich noch nehmen. Das sind jetzt zu viele. Das sind zu viele, sonst dauert das zu lang. So, also zwei Karten hätte ich gerne noch, maximal 3. Gut. Dankeschön. Mit der Kutsche und die Gefährten. Okay, gucken wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, einmal teilen. Was ergänzt noch das Lenormand? Dankeschön. Und wir haben den Bären, das Kreuz und die Lupe. Okay. Also, du hast dich von irgendetwas verabschiedet. Ich nehme mal an, mit der Spiegelung von die gute Stube und die Gefährten hast du dich in gewisser Weise von jemandem verabschiedet, der dir vielleicht ein guter Freund war. Etwas, das hatte mit einer tiefen Loyalität zu tun. Ne? Die Gefährten steht für Loyalität, für Freundschaft, für Treue. Also irgendetwas, das war jemand, der auch wirklich dir sehr vertraut war. Mit der guten Stube mag das ein Mensch gewesen sein, der dir wirklich sehr, sehr nahe stand, mit dem du lange Zeit vielleicht guten Kontakt hast. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist, aber hier
Ich habe hier die Achterkelche. Es gibt hier irgendetwas. Vielleicht hat sich innerhalb dieser Verbindung etwas verändert, was jetzt eben diese Acht-Kelch-Energie mit sich bringt, sodass du dich von dieser Person distanzierst oder zurückgezogen hast. Ne? Vielleicht hat hier auch jemand dein Vertrauen verraten. Das kann natürlich, dann wäre das nachvollziehbar, aber wie gesagt, du hast irgendwie mit den Achterkelchen ist der Abschied schweren Herzens. Ne? Dieser Mensch ist dir wichtig, der liegt dir auch in einer gewissen Weise immer noch am Herzen, aber vielleicht gab es hier Vorfälle, wo du gesagt hast, okay, ich habe hier alles gefühlt, was ich fühlen konnte, mehr geht nicht mehr, ich habe alles durchlitten, jetzt ist für mich das Maß voll, ich gehe jetzt, auch wenn es schweren Herzens ist. Und dieses Eingeständnis, das mit der Realität und der Spiegelung auf die Kutsche, das ist dir so Stück für Stück gedämmert, das ist so eine Energie von, dir sind vielleicht am Anfang erst Kleinigkeiten aufgefallen, ne? Und du wolltest das vielleicht auch nicht wahrhaben. Denn ich habe hier als zentrale Karte die hohe Mauer. Ja, also diese Realität dir einzugestehen, das hat vielleicht auch wirklich eine ganze, ganze Weile gedauert. Ja, weil du das gar nicht nehmen konntest. Ja, weil das ist ja der Abschied schweren Herzens. Also das macht man nicht leichtfertig. Das ist etwas, wo man wirklich, wo du vielleicht auch immer wieder die Hoffnung hochgehalten hast, wie auch immer. Doch jetzt steht irgendwie die Entscheidung an. Du hast gesagt, okay, vielleicht bedeutet die hohe Mauer auch, ne? Du hast es dir nach und nach, Realität, Spiegelung auf mit der Kutsche, nach und nach eingestanden und jetzt ist bei dir irgendwie so Schicht im Schacht. Ne? Jetzt steht hier diese hohe Mauer und du sagst, boah, das geht für mich nicht mehr. Wir haben vom Lenormand die Karten, den Bär, das Kreuz und die Lupe. Also mit dem Bären geht es um Autoritäten, hier geht es um Mut, hier geht es auch um Rückzüge, ne? Link zu der hohen Mauer. Das ist für dich schicksalhaft, ja? Wir haben das schon, dass dich das belastet hier mit dem Kreuz. Also das ist schon etwas, was dich Mut gekostet hat, dich hier vielleicht auch zurückzuziehen oder dieser Rückzug. Vielleicht hat sich ja auch das Gegenüber zurückgezogen, aber im Endeffekt nehme ich das schon so wahr, dass dir bewusst ist, dass dieser Rückzug nötig ist, weil sonst wäre hier nicht die zentrale Karte mit der hohen Mauer. So, und hier geht es jetzt wirklich zum einen darum, für dich wieder quasi deinen Mut wieder zu finden, ja, voranzuschreiten, dich auf dich zu besinnen. Ja, mit dem Bären bist du hier aufgefordert, die Dinge in die Hand zu nehmen. Das belastet dich im Moment noch ein bisschen, aber es geht hier wirklich, bei der Lupe steht hier, be careful. Ja, also sei hier wirklich achtsam mit dir selbst und schau hier genau hin. Hier gibt es nämlich auch etwas zu lernen. Ne? Das Kreuz sagt ja auch immer, hey, das kann auch so eine karmische Bewährungsprobe oder so sein. Etwas Schicksalhaftes, etwas Wichtiges. Diese siegreiche Heimkehr und diese Situation, in der du jetzt bist, liebe Waage, mit der verdeckten Energie der Sechs der Stäbe, kehrst du hier siegreich zu dir heim. Aber das ist eine Energie, die mit der uralten Mooreiche immer wieder, die taucht immer wieder auf. Ja, vielleicht kennst du das ja auch schon, dass du wirklich so lange an Dingen emotional festhältst oder da rein investierst, ja, bis du dann wirklich vor 8 leeren Kelchen stehst und sagst, so, und jetzt ist aber Schluss. Und wir sehen hier aber schon, du solltest dich, verdeckte Energie, Park, du solltest dich hier öffnen. Hinschauen, hier liegt vielleicht auch eine Erkenntnis, die dich in Zukunft dann einfach sicherer in dir selbst werden lässt, ja, und hier wirklich mit dem Park, öffne dich dem, was sich dir da zeigen will. Und hier drunter liegt auch schon der Reiter. Also hier kommt Bewegung in diese Angelegenheit. Vielleicht, also für Einzelne könnte es hier auch bedeuten, dass hier jemand
Neues, sehr Dynamisches auf dich zukommt, ja? Jemanden, den du vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hast, uralte Mooreiche, ja, der aus der Versenkung plötzlich wieder auftaucht und dir das Gefühl gibt, wow, jetzt bin ich beim richtigen Menschen angekommen. Auch das könnte für Vereinzelte von euch der Fall sein. Schauen wir mal, welche Rune begleitet denn diesen Zwischenimpuls? Ups, hier geht's voran. Ne? Hier kommt die Ewas, das ist das Pferd, da geht's voran, da ist Bewegung drin. Hier begegnen sich auch Gefühle auf Augenhöhe. Das ist das, was du ja auch anstrebst, Hand in Hand voranzuschreiten. Ja? Das war hier mit den 8 Kelchen. In dieser Angelegenheit, ob das jetzt ein Mensch oder ein Projekt oder sonst was war, war das einfach nicht mehr möglich. Und hier darfst du dich jetzt neu sortieren und letztendlich eröffnen sich schon neue Möglichkeiten. Das ist als verdeckte Energie schon im Feld für dich. Ja, das war euer Zwischenimpuls, meine Lieben. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst. Fühlt euch umärmelt und gedrückt, habt eine zauberhafte Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.